seid recht herzlich gegrüßt zu diesem kleinen Vergleichsvideo. Mein Zuschauer und Kanalmitglied Christian D. hat mir einen Tipp gegeben, nachdem er gesehen hatte, dass ich mir hier den Helinox Chair Zero Stuhl gekauft hatte. Dass er meinte, dass es einen vergleichbaren Stuhl in ähnlicher Qualität für viel günstigeres Geld gäbe. Und da habe ich mir gedacht, diesen Stuhl kaufe ich mir und möchte euch das präsentieren und testen, ob das wirklich ein vergleichbares Produkt ist. Und so würde ich sagen, legen wir auch sofort los. Der Helinox Chair Zero ist mit einem Preis von rund 120 Euro natürlich kein günstiges Produkt und der Kauf will da auch gut überlegt sein. Alternativ könnte man dann hier auf die günstige Variante für rund 18 Euro zurückgreifen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal hier mal das Markanteste an, nämlich das Gewicht und Packmaß. Maßband habe ich jetzt leider vergessen, aber ihr seht, das ist schon etwas kleiner und schmaler hier, der Helinox. Schauen wir mal, was der auf die Waage bringt. Da habe ich die Küchenwaage mitgebracht, wenn das die Freundin wieder sieht. Ja, da kommen wir auf rund 520 Gramm. Und die günstige Variante mit zwei Griffen hier an der Seite kommen wir auf über 1,3 Kilogramm. Ja, und bei diesem krassen Gewichtsunterschied, da stellt sich natürlich die Frage, für welche Aktivität man den Stuhl braucht. Wenn man jetzt wie ich wandern geht, dann fällt die Wahl natürlich ganz klar vom Gewicht her hier auf den Helinox und auch vom Packmaß. Das passt im Rucksack einfach besser rein. Und wenn man jetzt beispielsweise, ich sag mal, stationär unterwegs ist zum Angeln oder sowas oder einen Stream in einem Lost Place beispielsweise macht, dann kann man auf den Stuhl natürlich auch zurückgreifen, weil man den nicht weit tragen muss. Aber wenn es wirklich um Kilometerschrubben geht und ein bisschen Komfort, dann ist auf jeden Fall der Helinox die bessere Wahl. So, als nächstes würden wir jetzt mal hier den Helinox Chair Zero aufbauen. Der ist hier in so einem schwarzen Säckchen drin. Das ist auch sehr gut verarbeitet. Fühlt sich hochwertig an. Hier ist so ein Stopper dran, damit das Band hier nicht lose rumflattert. Das sind also Kleinigkeiten, die halt dann eben auch den Preis unterm Strich ausmachen. Ne? So, das zieht man dann einfach hier raus. Und dann ist das Gestänge in dem Sitzbezug eingewickelt, ganz einfach. Und das Gestänge hier flippt dann hier einfach zusammen in diese PVC-Halterung, die auch wirklich eine gute Verarbeitung aufweist. Das ist mit Gummibändern hier eben fixiert, dass man diese Bänder, diese einzelnen Stangen eben auch nicht verliert. Und dann flippt das zusammen und dann ist das Grundgestell schon fertig. Ja, ihr seht das hier, so sieht das aus. Und das ist wirklich hochwertiges Aluminium. Das ist wirklich stabil. Hat hier noch Gummifüße. Dann stellt man das eben hin und nimmt sich hier den Überzug vor. Hier steht irgendwo This Side Up drauf. Und dann wird man hingehen und diesen Sitzbezug eben mit Hilfe dieser Taschen hier, dieser Hülsen, ja, die stecken wir jetzt gleich auf die Stangen drauf. Und hier merkt man schon, das ist richtig gut verarbeitet. Gerade an den Stellen, wo eben das Gewicht nachher drauf lastet in den Hülsen. Das ist gut vernäht. Das ist hier diese Hülse nochmal mit einem Kantschutz. Hier nochmal Kantschutz. Da ist drunter was Dickes eingenäht. Vielleicht so ein Stück Hartplastik oder sowas. Ich kann das jetzt nicht weiter spüren. Dann ist hier oben noch ein kleiner Polster drauf, damit man sich nicht wehtut beim Sitzen. Das macht einen wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Also, weiter geht's. Diese Seite oben. Und da habe ich festgestellt, wenn man erst die untere Seite einführt in diese Taschen hier, dann hat man es nachher leichter, nach oben den Rest drüber zu ziehen, weil da muss man so ein bisschen Spannung, ein bisschen dran ziehen. Und wenn man eben die oberen Seiten, die längeren Stangen als zweites benutzt, die sind ein bisschen flexibler und dann geht das Ganze ein bisschen leichter, als wenn man das von oben nach unten festspannt. Ja, da gehört so ein bisschen Kraft dazu, das soll ja auch nachher schön Spannung haben. Ja, und dann ist das Ding schon fertig. So, wollen wir mal gucken. Na, wenn man sich zum ersten Mal draufsetzt, muss ich sagen, da ist man schon so ein bisschen, oh, ob das hält, ne? Aber Leute, das Ding ist wirklich stabil. Einfach Wahnsinn. Und dabei ist er mit einer Belastbarkeit von 120 Kilogramm angegeben. Ne, das ist so ein bisschen ist das flexibel alles, aber Leute, ihr seht, hier kann man sich dann rumfläzen, wunderbar zurücklehnen. Und das ist auf so einer langen Wanderung, nach so einer langen Wanderung, wenn man dann müde im Lost Place ankommt, eine wirkliche Wohltat. Ne? Gerade für mich, ich habe immer so leichte Rückenprobleme und wenn man dann den Rücken so entspannen kann, ist das einfach toll. So, damit würde ich sagen, kommen wir zum zweiten, auch hier zu der günstigen Variante. Die ist hier in so einer Reißverschlusstasche drin. Ich glaube, die Farbe habe ich auch ein bisschen ungünstig gewählt. Die gibt es, glaube ich, auch in Schwarz.
vom Prinzip her ähnlich wie der Share Zero. Aber das Rauskriegen ist ein etwas fummelig, muss ich sagen. Aber das soll jetzt nicht weiter Probleme machen. Also hier ist dann auch das Sitzpolster, der Sitzüberzug drum gewickelt um das Gestänge. Hier wäre noch so eine Gummischlaufe drum, wo man das mit hätte festmachen können. Aber hier funktioniert es ähnlich. Einfach das Gestänge locker hier zusammenführen, auch mit Gummibändern zusammengehalten, finde ich sehr gut. So gibt es nämlich keine Sucherei, welche Stange wohin kommt. So, aber ein sehr großer Unterschied, hierbei handelt es sich um ein Stahlgestänge, was sich natürlich massiv im Gewicht niederschlägt. Und was auch auffällt, diese PVC-Steckverbindung hier, die ist auch etwas, ja, ich will nicht sagen ganz so fein verarbeitet wie die vom Helinox. Hier sind so Kanten dran vom Pressvorgang aus der Produktion. Das ist beim Helinox alles super glatt und richtig toll verarbeitet. Aber das soll hier natürlich dem Stuhl erstmal keinen Abbruch tun. Was auch auffällt, das Gestänge hier lässt sich so gegeneinander verdrehen. Das ist beim Helinox mittels einer Niete, wird es verhindert, dass es eben starr ist, ne? Das ist hier unten festgenietet und da kann man das nicht drehen. So, hier dann eben gleiches Prinzip, einfach drüber ziehen. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Verarbeitung dieser Taschen an. Was auf jeden Fall was auffällt, hier ist kein Polster. Ja? Darunter ist aber auch so ein Stück Hartplastik wie beim Helinox. Und hier diese eigentliche Tasche, ja, das ist auch hier die Kante, doppelt verarbeitet, sehr gut soweit. Aber dieses Material, wo die nachher die Hülse drin steckt, das ist so eine Kunststofffolie. Und beim Helinox ist das auf jeden Fall auch hier dieser Rucksackgurtstoff. Ja, oder auch so eine Art Nylon, was auch immer. Auf jeden Fall macht das hier auf jeden Fall einen besseren Eindruck wie von dem günstigen Stuhl. So. Und auch hier klappt das schon um. Würde ich dann vorschlagen. Hier steht auf jeden Fall nichts drauf, wo oben und unten ist. Da muss man sich so ein bisschen anschauen. Also die Sitzfläche ist da, wo nicht dieser Netzstoff ist. Dann würde ich auch hier unten anfangen, das rüberzuziehen. Ja, und auch hier spürt man schon, das ist, lässt sich nicht so leicht einführen wie beim Helinox. Und es fühlt sich tatsächlich einfach, ja, nicht so gut verarbeitet an, muss man ganz klar sagen. Auch die Hülsen hier, die muss man jetzt mit dem Finger so ein bisschen ausformen, damit man das Gestänge hier reinbekommt. So. Und muss auch deutlich mehr Kraft aufwenden. Aber dann passt das. So, macht ja so einen ganz guten Eindruck. Sitztest. Ja. Da muss ich ganz klar sagen, der wackelt nicht annähernd so stark wie der Helinox und er macht so vom Sitzgefühl her, fühlt sich das deutlich massiver an und stabiler, ja, als eben der Helinox. Man sitzt auch etwas höher, ne, von der Sitzposition her und ja, der fühlt sich definitiv ein ganzes Stück weit angenehmer an drin zu sitzen, weil er eben so stabil ist. Wackelt auch nicht ganz so viel, das ist natürlich auch dem Stahlgestänge geschuldet, das ist natürlich etwas steifer als das Aluminium hier. Also vom Sitzkomfort ein Ticken besser. Ich geh nochmal rüber. Ja, definitiv. Der hat einen besseren Sitzkomfort. Ja, ist deutlich steifer. Ist sogar bis 140 Kilo Gewicht zugelassen oder angegeben. Ja, Leute, unterm Strich zwei super schöne Stühle.
Also, einen wirklichen Testsieger kann es bei diesem Produkttest natürlich nicht geben, denn die beiden Produkte sind nicht wirklich vergleichbar, denn der Helinox Share Zero spielt ganz klar in einer ganz anderen Liga als dieses günstige Produkt hier. Dennoch sind beide Stühle wirklich tolle Produkte, muss ich sagen. Und es kommt dann unterm Strich darauf an, wofür man das eben verwenden will. Wenn man wandern gehen will, ist man mit dem Share Zero richtig gut bedient. Ultraleichtes Gewicht, sehr kompakt. Und wenn man eben keine Kilometer machen will, sondern, keine Ahnung, im Auto zum Angeln fährt, ist der Stuhl hier ganz klar auch eine gute Wahl, weil er eben sehr stabil ist und dadurch eben auch sehr bequem. Beide Produkte sind eben super. Ich habe sie jetzt mal in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich bin raus, Madet Jod und tschüss. Endgültig verabschieden möchte ich mich jetzt mit Grüßen an folgende Kanalmitglieder: Escuero, Martin, Pyrofeuerwerk, Schulti89, Ex-Cologne X, Wandersmann, Bernd Müller, Back to the Roots. Hallo liebe Leute und damit herzlich willkommen. Chris und Liz am Limit. Die Sonne lacht, wir auch. Und Simon Friedrich. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Hashtag Wir sind die Reise. Vielen Dank für eure regelmäßige Unterstützung meines YouTube-Kanals.